Kriege und Ähnliches doch sieht, dass diese Kriege, wenn man die richtigen Lehren daraus zieht, auch zusammenführen können. Beeindruckend war dann, dass man rübergegangen ist an die Kirche. Dort haben Deutsche, die immer wieder in den Schlachtfeldern sich umgeschaut haben, Splitter gesammelt und ein Kreuz daraus geformt. Die nächste Zeremonie. Nun folgt die Kranzniederlegung an diesem Kreuz, immer wieder mit einem Blick über das Kampfgebiet, nämlich Westwall und Maschinolinie, wo viel Blut unnötig geflossen ist. Und das war hier nochmal eine Mahnung, dass sowas nie wieder vorkommen darf. Ein Freund von uns hat nach dem Krieg, dort wo wir uns gegenüber gelegen haben im Kampf zwischen Brenzelbach und Altheim und in dem Waldgelände, auf jahrelangen Spaziergängen und auf der Jagd ein Granatsplitter nach dem anderen treu und brav gesammelt, bis er einen großen Eimer voll hatte. Ob das nun deutsche Granaten oder französische Granaten waren, weiß kein Mensch mehr heute. Er die Stück für Stück zusammengespeist hat. Und so ist das Kreuz dann hier aus lauter Granatsplitter an die Wand gekommen. Und ich muss hier an dieser Stelle auch ein ganz großes Dankeschön an die Gemeinde. Ja, liebe Zuschauer, das war ergreifender als das, was manchmal in Berlin so von den Politikern abgezogen wird an Gedenkveranstaltungen oder an Paris, wenn dort die Truppen und die Waffen einmarschieren. Das war vom Volk, von den Kindern, von den Lehrern aus organisiert, ein Zusammenfinden, und es war wahre Freundschaft. Und vielleicht ergibt sich hier eine Freundschaft noch über den Herrn Generalkonsul mit den Fernsehanstalten TV Kristall, unsere Kollegen drüben. Und wir haben ja Kontakte mit Polen, und vielleicht können wir mit den Polen zusammenarbeiten und mit diesem Ausblick auf die Zukunft alles auf den Schlachtfeldern immer dran erinnernd, wollen wir diesen Film dann beenden, liebe Zuschauer. Es war eine beeindruckende Veranstaltung. Hier nochmals das Schild am Splitterkreuz, das darauf hinweist, dass zum Gedenken nach 70 Jahren und zuvor diese Feier hier stattgefunden hat, liebe Zuschauer. Jetzt kann man ein bisschen vorspulen, weil man den Titel unterschlagen hat. Liebe Zuschauer, wir möchten dann hier bei diesem Thema bleiben. Denn wenn man schon so eine ernste Stimmung hineintragen musste in Erinnerung an die 70 Jahre, dann haben wir auch die Möglichkeit zu zeigen, was da los war. Ich habe ja gesagt,
es waren an der Westfront nicht die Deutschen, die losgelegt haben. Frankreich hat Deutschland den Krieg erklärt, weil die Polen überfallen haben und weil man sich da mit denen verbündet hat, obwohl man wusste, dass die Polen auch ihre komischen Gebietsansprüche hatten. Deshalb war man hier in der Defensive. Aber die Franzosen sind dann nach dem September über die Grenze marschiert, haben teilweise Hornbach besetzt, haben Altheim besetzt, Schäden angerichtet. Die Artillerie hat von den erhöhten Stellungen geschossen. Und das Nächste, was wir sehen, sind die Bilder aus dieser Zeit. Vielleicht ist die Regie so weit, kann den Titel bringen, wunderbar. Herbst 39, Schäden im Grenzgebiet und die evakuierte Stadt Zweibrücken. Man sollte immer darauf hinweisen. Und jetzt kann man es im gemeinsamen Gespräch mit den Franzosen, denn die wurden auch evakuiert. Der Bahnhof von Hornbach. Ich lasse Herrn Lauer sprechen, von dem diese Bilder sind. Bitte schön. Ich glaube, die Lauerstraße könnte das sein. Also die Hornbacher werden es wissen. Ich weiß es nicht genau. Der Holger lacht. Diese Straße ist nicht nach mir benannt, sondern ich glaube nach der Bürgermeisterin oder ich weiß nicht nach wem. Also jedenfalls nach einer Hornbacher Familie Lauer. Wir stammen ja nicht von Hornbach. Ja, auch nochmal Hornbach. Aber wie gesagt, ich glaube jedenfalls, dass es Hornbach ist. Da habe ich die Unterlagen nicht dazu gefunden. Jedenfalls aus der Zeit von 1939 im Vorfeldgebiet. Ja, in einem geordneten Durcheinander findet man manchmal auch was, aber ich habe es jetzt halt nicht. Ja, das aber von Hornbach, und zwar die Brauerei Grünewald in der Mitte. Nochmal ein Bild von der Brauerei Grünewald. Wirtschaft Grünewald eigentlich, die Brauerei war links oben. Sie sehen die Beschussschäden, das war das Milchhäuschen in Hornbach. Ja, Plünderung wird mit dem Tode bestraft wieder. Aufenthalt in Zweibrücken nur mit Genehmigung des Stadtkommandanten. Ja, und da war eine Sache, die Leute sind so überraschend in die Evakuierung gezogen, dass mancher für den Winter nichts Warmes anzuziehen hatte. Dann, steht noch die Kommandantur im großen Gefängnis. Dann bekam die Bevölkerung die Möglichkeit, nochmal zurückzufahren, aber nur ganz wenige. Also von jeder Familie nur eins und für andere Familien noch mitnehmen und haben hier in Zweibrücken noch Wintersachen holen dürfen. Nochmal Hornbach. Ja, und da gab es eine Regenzeit im Oktober, da war alles überschwemmt. Das ganze Hornbachtal, Drualptal war überschwemmt. So, Holger, wenn ich dich nochmal bitten dürfte, den Film nochmal ablaufen zu lassen, dann sehen wir nochmal die Straßensperre am Kreuzberg. Ja, das ist die Straßensperre am Kreuzberg. Ja, liebe Zuschauer, und da will ich dem Herrn Lauer nochmal ins Wort fallen. Sie sehen die Kreuzberg-Kaserne und das ist geradezu ein Beispiel für gelungene Konversion. Mit Kriegsgebäuden, nämlich Kaserne, die damals noch nicht fertig waren, wurde hier jetzt umgeordnet in eine Fachhochschule. Hier auf diesem Feld stehen jetzt die Institutsgebäude, während damals Zweibrücken leer war und dort oben war der Schlagbaum, die Kontrolle am Stadtrand, dass niemand Unberechtigtes in die Stadt hinein konnte. Schöne historische Aufnahmen, vielen Dank an Herrn Lauer, den Heimatforscher. Und Sie sehen, wie weit man gerüstet war. Das war eine Sanitätskolonne. Die Verwundeten wären auf diesen ungefederten Pferdewagen transportiert worden. Man war auf diesen Krieg hier zu dieser Zeit nicht gerüstet, denn die eigentlichen Kampftruppen mit den besseren Ausrüstungen, die waren zu der Zeit in Polen. Und Sie werden es sehen, zum Schutze, in Anführungsstrich der Heimat, wurden Zweibrücker Bürger, Geschäftsleute abkommandiert zum Exerzieren. Sie werden es gleich sehen. Also auf diesem Gelände, das wir hinter uns sehen, stehen heute die Institutsgebäude, die Mensa der Fachhochschule. Und das ist heute alles friedliche Entwicklung. Das hätte man sich damals nicht